Hallo und herzlich willkommen. Ich bin es, Onkel Bogi, und wir sind zurück in Minecraft. Live in the Woods, noch als kleine Ergänzung dazu. Oh, oh. Die haben sich direkt beschwert hier, die Dorfbewohner. Oh, da hinten, die boxen sich, die beiden. Ey, ich tippe auf den mit dem braunen Kutte. Mit dem braunen Anorak, wollte ich eigentlich sagen. Hier, wenn's. Oh, was geht denn da drin ab? Ist ja voll die. Hey, voll die Party hier drin. Du bist der Meister der Werkbank. Aber auch ihr habt gar kein Licht hier drin. Hier, ohne Scheiß, wenn hier. Hab ich eben gerade gedacht, ich hätte ein Skelett gehört. Wenn jetzt hier drin irgendwas Bösartiges spawnt. Was Bösartiges. Ja, die Frage ist nur. Kommen hier richtig Licht in der Bücherei? Ihr braucht Licht, damit ihr auch was seht beim Lesen. Weil ich finde das ganz gemütlich gemacht, wie sie es eigentlich hier haben, so vom Sitzen. Wenn man hier so hockt und da rausschaut. Ja, ich sehe jetzt nicht so viel, aber die Fackel aus der Hand nehmen. Oh. Ich habe nichts gemacht. Ich habe deine kleine Pornosammlung mir nicht angeschaut. Oh nein, nicht die Tür ummeißeln. Ich bin ja schon wieder weg. So. Also, Freunde. Wir müssen hier weiterbauen. Wir müssen oben den Weg hier hoch machen. Mit den kleinen Häusern hier hinten. Sogar die Schafe kommen hier runter. Hier wäre natürlich auch cool, dann so ein paar Schafherden hinzu. Aber nee, das machen wir alles außerhalb. Was auch auf jeden Fall ist, hier diese Beete. Alles gut und schön. Sollen wir hier noch einen Weg dazwischen durchmachen eigentlich? Weil haben wir da zwei Häuser. Wie ist denn das? Sollen wir hier noch einen? Ja, das ist zwei Felder breit halt. Was? Hab ich einen Zombie wieder gehört? Okay. Oh, ist sogar verletzt, du Armer. Hast anderthalb Herzen verloren. Ich hab mein Herz verloren. Also das hier gefällt mir überhaupt nicht. Hier wäre eine Bruchsteinwand geil. Das können wir ja gerade mal schnell machen, oder? Wie ist denn mit dem Eklogit-Pflasterstein? Ist der nach unserem Geschmack eher nicht so, oder? Vor allem muss ich aufpassen, wenn ich jetzt grab, dass ich da nicht das Wasser rausgrab. Wie sieht denn das aus mit dem Eklogit-Stein? Nee, das ist nichts, oder? Wobei, das ist eine Bruchsteinwand. Wir können ja mal gucken, ob wir was Gescheites schisseln können. Das Ding können wir wieder umändern. Was ist denn hier mit? Kleine Pflastersteinziegel? Das wäre dann wie in der Taverne vorne. Bruchstein. Bruchstein 4. Bruchstein. Puh, sowas sieht schon mal gar nichts aus. So eine grobe Wand, taillierte Pflasterstein, ausgerichtete Pflastersteine. Wir gucken uns das mal an. Wir schauen mal. So eine Wand, gut. Müssen wir jetzt machen, mal ein bisschen größeres Stück, dass man mal sieht. Ach gut, das Wasser ist ja da innen. Da fasse ich ja nicht trotzdem, wenn noch ein Feld reinkrab. Gut, hier um die Ecke muss es ja dann auch rum. Aber wir gucken erstmal. So, jetzt kommt man hier hoch. Das ist so gemauert und da steht dann das Beet drauf. Ist es gut oder so eine. Wirklich so eine altbackene Bruchsteinwand schöner? Gute Frage. Wir machen mal gerade hier neben noch so eine. Wie sieht denn das aus? Ja, wobei ich finde, das ist gar nicht. Auch gar nicht so schlecht, oder? Was halt richtig cool wäre, wenn es ein. Wir lassen es jetzt mal so. Ja, weil ich mag das nicht, wenn es unfertig ist. Wir machen erstmal hier diese Steinwand draus. Und da können wir uns ja immer noch überlegen. Krabbo-Pflasterstein, wie sieht denn der aus? Ne, das sieht nichts aus. Das gefällt mir nicht. Wir machen mal diese Wand hier hin. Oder? Was passt denn besser ans Stadtbild? Wann kommen wir jetzt hier so hin? Ey, ganz ehrlich, sieht wahrscheinlich sogar echt diese einfache Wand hier besser aus, oder? Wobei, das ist dann so wie die Wände da drüben. Ja. Egal. Egal. Wir machen jetzt einfach mal hier die. Wir machen da noch weitere von hin und gut ist. Noch ein bisschen schüsseln.
So, dann nehmen wir doch mal. Nehmen wir 30 Stück, sollte reichen, oder? Das war die aus. Scheiße, waren es die Ausgerichteten? Waren nicht die Ausgerichteten, ja? Pflasterstein, detaillierter Pflasterstein. Weil. Die sind dunkler. Mann, also nicht ausgerichtet, sondern detailliert. So, zack. Aber immerhin, was sagt ihr dazu? Ihr findet's cool, oder? So, schaut doch mal her. Wird das nicht toll? So, dann kommen wir hier runter. Ja, das hat ja direkt schon mal ein bisschen wieder was ins Stadtbild reingefügt. Dass hier so kantig ist, das gefällt mir auch noch nicht. Aber das ist erstmal nicht so schlimm. Sollten wir eigentlich... Ja, dachte ich, glaube, das ist ganz gut, oder? Mit den Beeten so. Oh, vor allem hier, gell? Das geht ja gar nicht hier. So was. Müsste doch sogar das Wasser weggelaufen sein unten drunter, oder? Ist da normalerweise ein Erdblock? So, mache das auch mal zu. Komm, was man hier neben sieht, dann haben wir es erledigt. Haben wir eh gerade ein paar mehr hergestellt, als wir eigentlich bräuchten. Wobei wir haben ja auf der anderen Seite noch... Hier drüben ist ja auch noch das Problem. Weil, ganz ehrlich, das da unten so Erde... Entweder müsste das ganz aus Holz sein, dann müssten wir auch nochmal Eichenflöcke hinmachen, Eiche nach unten. Oder steht auf so einem gemauerten Steinsockel. Eiche. Wir schauen mal nach. Wir gucken uns mal an, wie es mit Eiche ausschaut. Jetzt eigentlich, da hatte ich über Licht reingemacht, ja. Die ist hier selber so gewachsen, aber finde ich irgendwie cool. Haben wir Eichenholz noch? Tannenstamm? Wir haben halt kein Eichenholz, das heißt, ich muss wieder erst losgehen, Eichenblatt machen. Alternative wäre, dass wir noch ein bisschen Eiche hier im Rucksack haben. Wir haben Eichenholz, aber wir haben nicht den Eichenstamm. Kann man aus vier Eichen Holz wieder den Stamm eigentlich machen? Das ist halt alles Eiche, ja? Aber ganz ehrlich, mit den Steinen, ich finde, das sieht nicht schlecht aus. Also ich finde es ganz gut. Also, hier, komm. Vor allem müssen wir... Aha, hier müssen wir jetzt mal aufpassen. Wir hatten hier unten drunter schon mal einen Zombie gehört, ihr erinnert euch? Was geht denn hier ab? Das sind doch... Das ist immer die Reihe nebendran. Okay, krass. Da war ein Zombie drunter. Kann man sich gar nicht glauben, oder? Ich müsste genau genommen... Ich mag das nämlich nicht, dass hier unten die Zombies spawnen können. Die verkrümmeln sich gerade alle, weil es dunkel wird. Nee, noch nicht. Ich mag das überhaupt nicht, wenn die Dorfbewohner, die haben immer ängstlich nach unten geschaut, wenn da ein Zombie kam. Und das wollen wir nämlich überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Boah, da ist dieser Lichtstrahl. Das Licht wandert. Das Licht des Todes. Kennt ihr das Licht des Todes? Von S. Die Spinne hat immer mit dem Licht, wenn der Clown kam, oder beziehungsweise der Clown in seiner eigentlichen Form, da hat er die Leute in sein Licht des Todes schauen lassen. So, hier müssen wir das Gleiche machen. Das heißt, wir müssen tun wir gar nichts. Aber wir machen's. Ah, okay. Gut, jetzt scheint das zu sein, oder? Ja, hier noch. Muss ich mich hier lang buddeln? Extra wegen der Dorfbewohner, Mann. Was man nicht alles macht für die Leute hier. Was man nicht alles für die Leute macht, gell? Das ist wie bei YouTube oder so, oder wie bei Twitch. Man muss es alles
den Leuten auch recht machen. Nein, man muss es den Leuten nicht recht machen. Man muss es einem, den eigenen Ansprüchen selbst recht machen. Und das ist das Wichtigste. Und wenn andere dann noch dabei Spaß haben, dann ist es halt doppelt schön. Also so sehe ich das. Wie seht ihr das? Eklogit-Pflastersteine. Machen wir nochmal. Machen wir nochmal die detaillierten Pflastersteine. 30 Stück sollte reichen, oder? Ich meine, so riesig ist das, die Fläche jetzt auch nicht hier außenrum. Da kann ja wieder Gras über die Sache wachsen. Weil das sind so Dinge. Kennt ihr das? Man läuft andauernd dran vorbei und es stört einen irgendwie. So, jetzt muss ich noch überlegen. Jetzt haben wir hier so eine Art kleinen Dorfplatz, der hier mit drei Feldern jeweils ist. Okay, dann müssen wir hier auf jeden Fall mit den drei Feldern. Dann muss hier Sand noch hin. Ja, muss definitiv Sand noch hin. Und da nicht mehr. Sondern nur hier Sand. Haben wir denn noch Sand? Ja, was ist das? Sandstein. Man kann den Sand optisch kaum auseinanderhalten. Ich meine, klar, wenn er platziert ist, dann schon. So, aber so ist doch ganz nett, oder? Jetzt kommen wir hier rum. Hier kommt so ein kleines Zäunchen noch mit so ein paar Blumen innen rein. Wenn wir mal wieder an der Taverne weiterarbeiten. Jetzt haben wir hier diesen Dorfplatz. So, dann müsste hier eigentlich auch drei Felder lang sein. Das heißt... Ja, wobei hier ist ja auch zwei. Ja, das lasse ich erstmal so. Jetzt wäre die Frage, weil ja hier diese Kante ist, ob man hier, wenn das der Dorfplatz ist, ich habe eine Idee. So, und da setzen wir einen Zaun drauf. So einfach so ein Zaun für das Dorf, das sieht doch cool aus, oder? Dann, das könnten wir hier auch machen. Das ist so ein bisschen... Ja doch, das machen wir. Und zwar irgendwie so einen schönen... Wir haben Gusseisern. Wir hatten doch... Genau, wir testen das mal. Wir schüsseln mal den Zaun und machen uns mal einen schönen Zaun draus. Der da hier, oder? Eisenspitzen? Ist das gut? Oder das ist zu brutal? Nö. Mal schauen, was gibt's noch? Die Eisengitter könnten wir, weil die brauchen wir noch für da hinten. Für das Dings. Ist da sonst noch anderer schöner Zaun dabei? Bedrohliche Eisenspitzen. Vertikale Eisenbarren. Der Eisenplattenzaun ist vielleicht auch ganz cool, oder? Wie sieht denn der aus? Der ist auch schön. Der sieht auch gut aus, oder? Wobei sieht es aus... Welcher ist denn besser? Zwei Stück habe ich noch einstecken. Ja, wobei... Ja, ich glaube, der sieht nicht schlecht aus, oder? Ich meine, so ein Zaun ist halt auch cool, wenn man hier so steht. Mit den Zacken. Sieht man ein bisschen mehr vom Grün unten. Ich lasse es mal so. Und ihr könnt es ja mal in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten passe ich es einfach mal irgendwann an. Welcher Zaun der bessere ist. Der rechte Zaun oder der linke? Also quasi die Quadrate oder die Stangen. Aber das ist doch nicht schlecht. Dann machen wir uns hier so eine Sitzbank. Können wir nicht sogar in dem... Ist das im Carpenter-Mod? Mal gucken, gibt es hier eine Sitzbank? Bank ist es nicht... Sit. Was gibt's denn da jetzt gerade da oben? Okay, das ist auch nicht. Parkbank oder sowas in der Art. Oh, da gibt's coole Sachen hier. Was sind das? Eichenholzbretter. Akazienholzbretter ist für den Boden ganz nett, wie so ein Parkett. Oh, schaut auch hoch. Oh, schön. Was ist denn? Eine Mücke. Also. Es gibt doch aber... Gibt's keinen Stuhl? Oh, hier so schöne hier vermatschte, matschige Axt. Aus Matsch gefertigt oder was? Oder hat die einfach im Matsch gelegen? Da überlegen wir uns noch was. Da müssen wir gucken. Ansonsten vielleicht machen wir uns auch einen Mod rein, wo man dann so Parkbänke und sowas machen kann. Es gibt auch diesen Mod, der diese Möbel hat. Aber ist das nicht über die Carpenter? Das ist... wie heißt denn das Ding? Bei Tinker-Mod, oder? Ist das Tinker gewesen? Ich glaube, wir haben Tinker nicht drin, kann das sein? Deswegen, ich glaube, im Tinker-Mod sind dann die ganzen... Ne, Deco-Craft, Deco-Craft. Okay, muss ich das mal aufschreiben. Habe ich einen Stift? Hier liegt ein Bleistift, geht der? Deco-Craft und Tinker, da muss ich jetzt mal schauen. Tinker und Deco-Craft. Das brauchen wir unbedingt...
gerade hier, was es nachher dann, wenn es darum geht, das Dorf ein bisschen schöner zu gestalten oder so. Was ich jetzt aber auch gerade entdeckt habe, durch diese anderen Wände, die wir da gemacht haben, um diese Beete, oder was heißt um die Beete, unter den Beeten, die sind natürlich perfekt, um eine Stadtmauer draus zu bauen. Als Stadtmauer sehen die echt geil aus. Und die Frage ist, wenn wir hingehen, was echt schade ist, dass das hier oben, die Frage ist, was echt schade ist, dass hier oben, dass diese Häuser hier niemand nutzt. Also von den Dorfbewohnern her, weil die sind super geil, die Häuser hier oben. Das heißt, die Häuser sind ja eigentlich nur ein Haus. Aber ich finde, das sieht echt gut aus. Hier sind coole Beete. Und hier wäre es, das ist so richtig schöne, verschnörkelte, kleine Bude dann, also kleine Stadt. Ihr müsst auf jeden Fall hier den Weg ein bisschen fortsetzen. Und ist die Frage, bauen wir hier vorne noch Häuser? Was halt echt geil wäre, wenn wir später die Stadtmauer haben. Ja, schaut mal, wenn wir die Stadtmauer hier zwischen dieser Grube hier ziehen würden. Das heißt, man kommt hier durch diese Schlucht lang. Hier kommt dann eine Straße irgendwie hin oder so. Und hier unten gibt es dann zwei Wege, einmal nach da hinten und nach da. Wir werden jetzt was bei die Bären hier abpflücken, ist wieder neue da. Hinten sind auch welche. Ne, ist einfach nur ein Blümchen. Haben wir hier noch ein bisschen... Ah, okay, wunderbar. Gut, dass wir hier lang gegangen sind, auch wenn es jetzt nur wenig ist. Wir müssen noch... Ist da auch noch Ton? Ne, das gab Rohr da hinten dran. Wir müssen nämlich unbedingt noch hingehen und weitere Ziegel machen, damit wir an unserem anderen Gebäude an der... Habe ich es eingesteckt? Ja. An unserem... Na, helft mir. Nicht an der... Doch, an der Mine. An die Minenschacht weiterkommen. Was ist da unten drunter? Marmor ist da drunter. Ist ja auch witzig, oder? Hier ist diese Mini-Eiche, die hier wächst. Ja, aber wenn es da hier lang geht, das wäre so geil als Straße. Habe ich mein Bett... Oh, hier sind Pferde. Ich könnte es ja direkt fangen und irgendwie einsperren. Oh, das müssen wir uns merken, dass hier Pferde sind. Für ein Pferd wird mit einem Apfel angelockt, glaube ich. Aber das Problem ist, wir haben keine... Wir müssen es ja anbinden, das Pferd. Oh! Ich lasse mal eben. Oh, wir haben das hier gegenseitig abgeschossen, das ist ja auch geil. Weiße. Hier ist ja voll die Skelett... Boah, hier, lasst mich mal in Ruhe, Leute. Achso, die töten sich doch auch gegenseitig. Ich war so blöd, ich hätte es lassen sollen. Wenn die schon dabei sind, sich gegenseitig zu bekriegen. Hier, ich gerade ein Problem gegen den, gell? Jetzt reicht's mir. Mann. Ist ja echt ein... Boah. Da haben schon eine Spinne da hinten aus der dunklen Rille. Hier ist voll der Monsterweg, gell? Schaut mal. Was ist denn da hinten? Hier ist es eigentlich ganz cool, dass hier so eine Monstergrube ist. Was ist das für welche hier eigentlich? Bärengras. Und das Schaf frisst wieder. Es frisst. Ja, es frisst noch. Und hier haben wir keinen Ton an der Stelle hier. Aber ganz ehrlich, wir haben hier eine ganze Menge anderer Sachen. Hier das Tal hier auf der Seite. Wenn wir dann nochmal einen Tunnel hier durchmachen. Es ist super geil hier auf der Seite. Haben wir hier... Da ist kein Ton drin. Leider nein. Leider geil. Like mich am Arsch. Dabadidabadau. Kannst mich gerne mal liken. Wäre eigentlich gut hier für zum Liken von Videos. Babadidabadau. Du kannst mich gerne mal liken. Also hier unten waren auch Pferde. Das ist echt geil, diese Höhlenlandschaft hier. Und geil, die wachsen jetzt hier gerade schon wieder direkt nach. Die sind am Wachsen schon. Oh, ist ja dunkel. Hilfe! Hier unten direkt in der Höhle. Oh nein, mein Bett steht noch da vorne im Dorf. Ah! Hilfe, Hilfe! Schnell, schnell, zurück, zurück. Ah, wir müssen es schaffen, bevor wir alle sterben werden. Wo ist mein Bett? Das steht irgendwo auf dem Weg, oder? Wo ist es? Wo ist mein Bett? Oh Gott, die Dorfbewohner alle fliehen. Da ist mein Bett. Ab ins Bettchen. Oh. Und wieder wandert das Licht des Todes hier durch. Wir haben es nochmal geschafft. Bettchen, ich darf dich niemals zurücklassen. So, wir waren aber hier gerade eben beschäftigt. Und zwar haben wir ein bisschen Ton geholt.
Das gehört zum guten Ton. Den schmeißen wir jetzt mal hier rein. Und wehe es. Erstmal Kontrolle, ob ein Creeper wieder da ist, ob ein Creeper wieder aufs Klo gegangen ist. Hockt das Schaf noch auf dem Klo? Da muss ich eigentlich ein Bild von machen, oder? Ups. Komm, Schaf, schau mal rüber. Okay. So, dann würden wir mal hingehen und hier unten. Oh, wir haben sogar noch ein paar Ziegel. Komm, dann brennen wir die direkt rein. Ja, perfekt, sogar ein 64er-Stack war da drin. Dann würde ich sagen, machen wir hier raus. Aha, ich weiß, was hier weg ist. Der hat meine Werkbank auch weggefetzt. Der böse Creepy. Dann essen wir auch ein bisschen was. Und können eigentlich mal das Resin hier reinpacken. Wenn ich es sehe, unten Level 11, gell, wir waren schon mal auf Level 22. Ja gut, das ist nicht wirklich viel, aber trotzdem, es ärgert. Es ärgert mich. So, weitere Kartoffeln reinhauen. Hatte ich gerade eben nicht hier. Ich habe doch gedacht, ich hätte Pfeile gesehen, aber ich habe das nur wohl in meinem eigenen Inventar gesehen. Okay, was haben wir denn hier drin? Hier wäre Eichenholz dabei gewesen. Ne, ist Tropenholz. Okay. Ich wollte gerade trotzdem nochmal schauen, wegen dem Eingang. Kann das sein, dass die... Machen die kein richtiges Licht? Doch, sind Lichtquellen, oder? Doch, doch. Und ich wollte doch gerade Ziegel bauen. Ich bin wieder losgelaufen. Ach Gott, ich wollte die Werkbank da platzieren. Da ist er ja. Wenn wir die, den Weg hier weitermachen, ist halt die Frage, nehmen wir diese Fläche hier noch ein oder lassen wir das schon als Außenfläche, weil eigentlich das Hauptleben des Dorfes findet da hinten statt. Wir schauen gerade gleich nochmal. Aber erstmal machen wir mal uns hier die Werki-Buggy hin. So, 16, das ist halt nicht wirklich viel, aber es geht ja zum Glück genau auf, was wir hier machen. 27, okay. Da kann man schon ein bisschen was mit anfangen. Ich muss jetzt mal gerade so hier, Stadtplanungsamt. Wir müssen jetzt mal schauen. Boah. Müssen wir mal schauen hier. Wenn wir hier das Gebiet auf jeden Fall hinter den Bäumen noch mit einfassen, ja, dann macht es durchaus Sinn, dass da hinten die Stadtmauer ist. Aber ich würde sagen, dass wir die Stadtmauer dann machen. Wir könnten natürlich einen Teil der Stadtmauer schon bauen. Und dann erst hingehen, aber hier den restlichen Bereich einfassen, sobald wir hinten in den Minen und ein bisschen aktiver waren. Ja. Weil da einfach zum einfachen Grund, damit wir hingehen können und weitere Steine haben. Jetzt wollten wir hier unten ein Fenster drin haben, oder? Wollten wir so ein Zweifelder-Fenster haben? Ich weiß das schon gar nicht mehr. So, wie sieht denn das eigentlich aus? Der Balken muss auf jeden Fall auch hier... Der muss eingefasst werden, oder? Wird das zu hoch, das Gebäude? Wenn das jetzt hier noch eine Etage draufknallt, sieht es halt nicht mehr so schön aus, gell? Was cool, wenn wir oben so eine... Kann man auch Stairs aus den Stufen, aus den Steinen machen? Ansonsten müssen wir das mit Carpenter machen. Weil dann baue ich nämlich hier oben, in dem Bereich hier oben, so ein spitzes Dach drauf. Oder wir machen ein Satteldach. Ein Satteldach drauf. Dann hier so, aber halt natürlich nicht aus Stein. Müssen wir mal so überlegen. Da müssen wir noch ein bisschen drüber nachdenken. Hm. Kein Problem. Wir kriegen es auch so hin. So. Dann hätten wir das hier. Dann könnte man theoretisch hier eine Tür reinmachen und hier die angrenzenden Quartiere reinbauen. Aber andererseits braucht man das überhaupt. Wenn wir ein Dach drauf machen, ein Satteldach. Das ist jetzt... Was haben wir denn hier? 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10. Da könnte man schön ein Satteldach drauf machen. Weil in die Richtung Satteldach, da wird es sehr groß, die Bude. Und jetzt haben wir hier oben die Balken ja liegen. Das würde durchaus Sinn machen, da ein Satteldach drauf zu knallen. Ist halt schön mit den Balken, oder? Wenn wir die, müsste man die genau genommen hier auf der Seite noch weiter durchgehen lassen. Ich meine, sie liegen ja hier auf dem Stützgebälk auf. Fichte haben wir da unten drunter. Ich würde das gerne noch hier im Fichtenholz einfassen. Haben wir noch Fichtenholz? Brauchen wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Das Geile ist ja hier, ey, wir haben so viel Projekte. So viel Projekte par... Ah! Muss das sein? Ich muss das mit dem Carpenter mal machen, ja? Habe ich jetzt gerade nicht da. Oh Mann.
Fichtenholz. Eiche, Schwarzeiche, 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 Tropenholz. Sag mal bloß, wir haben auch keine Fichte mehr, oder was? Wir haben echt kein... Okay. Was haben wir gesagt, wir brauchen 6. Dann nehmen wir das so. Machen die da gerade mal hin, das ist auch erledigt. Und dann würde ich ganz gerne ein Carpenter Garagentor da reinmachen. Weil es ist ein bisschen groß, oder, für ein Garagentor. Wir hatten ja auch gesagt gehabt, dass wir neben so eine kleine Carpenter Tür mit reinbauen. Blöd ist natürlich, dass die Türen nicht mittig sind. Die Türen sind nicht mittig. Eigentlich müsste auch hier auch Holz drunter dann. Upp. Muss eh die Erde hier vorne raus. Wir wollen ja nicht, dass die in so einem Minenschacht, dass hier mit auf Erde rumgelatscht wird. So. Weil wir überlegt hier so, puff, bisschen springen, gerade wieder runterfallen, durch den Boden, durchkrachen, durch die Erde. Ah, hier auch noch. Na ja, gut, dann machen wir das hier auch. Tschüss, Steine. So, ich will jetzt nur so, nicht so viel wie möglich, so viel wie nötig, ja? Machen wir. So. So passt das doch, oder? Machen wir hier wieder zu. Dass die Dorfis nicht da durchgehen. Okay, hier hinten können sie natürlich auch durchgehen. Und hier müsste eigentlich auch eins hin. Ja. So, so ist doch cool. Ja, so finde ich es nicht schlecht. Dann könnte man hier hinten noch, um hinten ranzukommen, eine Carpenter Tür reinmachen. Das heißt, wir könnten eigentlich hier so einen Durchgang hinmachen. Ja, da kann man hier so ran und kann hinten nach dem Aufzugsmodul da schauen. Ja, ich finde das nicht schlecht. Bisschen hoch hier innen drin, aber kann man durchaus mit leben. Jetzt wollten wir gerade mal nach dem Carpenter Garagentor schauen. Gibt ja die Carpenter Tür. Ist es? Kartenrahmen. Hier ist die Carpenter Tür. Wo ist denn das Tor? Garagentür des Zimmermanns. Genau. Okay, Carpenter Blöcke gibt 8 Stück. Wir brauchen hier bestimmt in der Fläche 16, oder? Müssen auch gucken, ob das überhaupt so groß bauen geht. Also Carpenter Blöcke. Carpenter Blöcke. Aber ich würde sagen, die gibt es in der nächsten Folge. Ich muss jetzt aber gerade da vorne. Ja, egal. Wir machen hier einen Break an der Stelle. Also ich sag mal so, vielen Dank fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat. Und denkt dran, schreibt mal was hier zu dem Zaun, welchen Zaun wir nehmen. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich finde sogar den linken sogar eigentlich sogar fast ein bisschen cooler, oder? Ich meine, ist auch schön. Das könnte man auch gut als Fenster irgendwo einsetzen. Ich glaube, das ist da eher, oder? Wie seht ihr es denn? Schreibt's mal rein. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge bei Live in the Woods. Macht's gut, euer Onkel Bogi. Ciao.